Leute, wir haben anscheinend einen komplett neuen Stumble Pass. Und wir gucken gleich mal rein oh mein Gott. Jawohl. Ey, wie geil ist das denn? Wir haben einmal Tetris Tourney, Bucket Mayhem und Legendary Block Dash jeweils als Turniere. Dann die klassischen Turniere. Events haben wir Tetrimino Takeover. Okay. Und 2023 Rewind. Das sind wahrscheinlich die besten Maps von 2023, die man gespielt hat. Was kann man beim Tetris Event gewinnen? Aha. Wir haben eine neue Währung oder so. WTF. Was haben wir hier noch? Okay, die... Aha. Wir haben eine komplett neue Währung, Bro. Oh mein Gott. Ich glaube, der Shop ist komplett neu. Bro. Wie krass sieht das denn aus? Stumble Pass aktivieren. Und gucken mal, wie krass der Stumble Pass diesmal ist. Let's go. 1200 Juwelen haben wir auf jeden Fall. Ich bin ready. Und er ist gekauft worden. So, jetzt gucken wir mal. Alter, okay. Ich tue mal die Kamera ein bisschen weg, Leute. Damit wir den Stumble Pass ein bisschen besser genießen können. So, ich habe jetzt meine Cam oben links, damit ihr auch alles seht. Also, wir haben hier an erster Stelle einen Special Skin. Tetrimino Titan. Okay, den kaufen wir uns mal. Dann haben wir hier... Oh, der sieht stabil aus, muss ich sagen. Ich zeige ihn euch mal richtig. Tetrimino Titan. Dann haben wir als nächstes 2023 Rewind-Kiste. Ach so! Wir haben auch neue Boxen. Alter, geisteskrank. Warte mal. Chillt mal kurz. Ja, das will ich kurz gucken, was da drin ist. Bei den Boxen. Wartet mal. Okay, die sind, glaube ich, nur im Battle Pass, beziehungsweise im Stumble Pass drin. Ne? Weiter geht's. Wir haben hier Juwelen. Ja, können wir uns auf jeden Fall mal gönnen. Dann haben wir eine weitere Rewind-Kiste und 10 Splitter von dem Eris-Skin. Gefällt mir. Für einen seltenen Skin sieht er echt sehr gut aus. Wir gucken mal weiter und eine weitere Rewind-Kiste. Cavegull. Den habe ich noch gar nicht. Ey, wie krass ist das denn, Leute? Sagt mir nicht, hier sind Skins drin, die wir noch nicht haben. Das ist ja Jackpot. Spot-Animation, Right-Left-Slide, holen wir mal ausrüsten, gucken wir uns dann nachher an. Beziehungsweise gucken wir uns jetzt direkt mal an. Wir tun mal den normalen Skin ausrüsten, dann seht ihr es vielleicht besser. So, das ist der Emote. Ja, geht fit. Nichts Besonderes aber, finde ich. Machen wir weiter, dann haben wir hier ein Emote, The End. Können wir auch mal ausrüsten. Dann haben wir hier die neue Währung, 2024. 50 Stumble-Juwelen, auch sehr, sehr schön. Weiter geht's hier mit weiteren Juwelen. Dann haben wir wieder 2024 Brillen. 30 Stumble Tokens. Yeet. Oh, wir haben einen Yeet Sticker. Okay. Auch gar nicht so uncool. Weiter geht's. Also, Bro, Juwelen gönnen die ja richtig, ne? Also, ich muss sagen, wir kriegen schon ein paar Juwelen hier. Anschließend haben wir wieder diese 100 2024er. Man muss auch sagen, der Stumble Pass ist ein bisschen... Schöner Design generell. Sieht cool aus. Gefällt mir. Oh, eine Animation. Snake. Gucken wir uns auch gleich mal an. Und oben... Ja, das gleiche eigentlich. Haben wir auch bekommen. Das ist Snake. Ach, geht. Ich finde jetzt die Emotes nicht so krass, um ehrlich zu sein. Dann haben wir Stumble Tokens. 30 Stück. Die sind halt unnötig mittlerweile. Also die Stumble Tokens, wenn du alle Skins hast, Leute, dann finde ich die echt unnötig. 75 weitere Brillentokens. Und wir können selten oder besser ziehen. Das Gute ist, es sind Skins drin, die wir noch nicht haben, weil wir noch nicht komplett alle Skins von 2023 haben. Wir haben ja ein paar verpasst. Ach, schade, den habe ich jetzt leider schon. 50 Juwelen haben wir wieder am Start. Und wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Und zwar mit 30 Stumble Tokens und gewöhnlich oder besser Skin. Komm, gib uns irgendeinen, den wir vielleicht noch nicht haben. Das wäre mega. Ah, okay, ja gut, ich dachte, ich hab den nicht, weil ich den so wenig gesehen habe. 100 von den Tokens wieder, okay. Dann haben wir hier 2024 Sticker, nichts Besonderes. Die Sticker finde ich auch... Oh, das könnte eine gute Animation sein. Tetris Puzzle, jetzt ausrüsten, mal gucken. Ja, das ist cool. Insgesamt 175... von diesen neuen Juwelen. Wir sind bei Level 20, Freunde. Wir nähern uns so langsam dem Ende hin. Und ich bin sehr gespannt, was wir da kriegen. Hier jetzt wieder eine Rewind-Box. Schade. Die gibt es nur im Stumble Pass, die Rewind-Boxen. Ich glaube, die sind dick selten auch. 30 Tokens, 15 Stumble Tokens, Level 22.
Hier haben wir wieder an der Stelle 50 Juwelen. Oh, ich sehe coole Fußabdrücke. 100 Brillen. Flower Power, die will ich gleich mal... nichts Besonderes, nichts Besonderes. Machen wir mal weiter. Oh, nächstes Glücksrad, selten oder besser. Gucken wir mal, was wir hier haben. Wir bekommen... Schade, Mann. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir was Neues kriegen. Oh, da geht's weiter. Wir sind bei Level 25. 30 Stumble Tokens und zufälliger Skin, gewöhnlich oder besser. Den drehen wir auch mal kurz. Und wir bekommen... Ach, schade, okay, den gewöhnlichen Skin. Oh, jetzt kommen die guten Sachen. Level 26. Jetzt kommen die guten Sachen, Freunde. Das sieht, glaube ich, sehr gut aus als Fußabdruck. Wir gucken mal kurz rein. Ja. Die sind geil. Okay. Das ist ein sehr geiler Fußabdruck. Der gefällt mir. Ist auch nicht zu overload. Verdeckt nicht zu viel. Ist stabil. Kann man auf jeden Fall mal machen. Weiter geht's mit Level 27. Okay. Hier haben wir 50 Juwelen und 2024 Brillen. Jawohl, eine Rewind-Kiste. Bitte gib uns wieder was, was wir nicht haben. Wir haben so Glück gehabt, dass wir einen Cave-Gull-Skin bekommen haben. Den wir noch nicht haben. Okay, Rewind-Kiste. Bitte, 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 bitte. Ich brauche irgendwas, was wir nicht haben. Schade, wieder Cave geil. Okay, wir kommen zu Level 30. Seid ihr bereit? Guck mal, wie schön der Stumble Pass einfach aussieht. Überall mit diesen, bunten Tetris-Sachen und so. Seid ihr bereit? Special. Es ist ein Skin. Es ist ein Skin. Es ist der... Es gibt noch was. Es gibt ja noch was. Sorry, wir sind bei Level 29. Okay, Animation, giddy up. Bei dem Skin bin ich sehr gespannt. Oder warte mal. Ich glaube, das war einer, den wir schon mal gespielt haben in der Beta. Giddy up, ist cool. Kann man machen mit so einem Seil. Komm schon, wir sind... Ja, der Skin ist krass, Digga. Schön animiert. Mal gucken, wie der Ingame aussieht. Jetzt kommen wir erst zu Level 30. Wir hatten gerade Level 29 und wir testen auch die Skins gleich im Spiel. Und ich weiß nicht, was wir noch kriegen. Es ist ein Emote. Es ist der Special Emote. Und zwar der neue Tetris Emote. Oh mein Gott. Zuerst öffnen wir wieder die Rewind-Kiste. Alter! Schon wieder ein Skin, den wir nicht haben. Sharktooth. Und das neue Special Emote. Oh mein Gott, Digga. Also Leute, was haben wir hier für ein Glück? Wir testen jetzt gleich mal das neue Emote und die neuen Skins, die wir bekommen haben. Hier auch nochmal ein bisschen abholen. So, okay, seid ihr ready? Mal erstmal kurz mal den Emote abchecken. Da ist er. Toss a Block. Ich weiß jetzt nicht, wie der funktioniert. Vielleicht haben wir den auch geändert. Weil ihr wisst ja, die ändern den ja immer. Bleibt nicht immer gleich wie bei der Beta. Mal gucken jetzt, was für Skins wir hier haben. Leggy. Haben wir irgendwas Leggy bekommen? Muss ich gerade selber mal schauen. Der T-Tree Mino Titan. Den spielen wir gleich mal. Und dann spielen wir auch den Special Skin gleich mal. Oh mein Gott. Wir gehen direkt mal rein ins neue Turnier. T-Tree's Tourney. Wie viel kriegt man hier? Bisschen weniger als Legendary Block Dash. Okay, Leute. Wir gehen rein. Mit unserem neuen Tetris-Skin. Okay. Den Skin haben die geändert. Der war in der Beta ein bisschen anders, Freunde, ne? Alter, das sieht... Oder? Haben wir den überhaupt in der Beta gespielt? Ich glaube gar... Nein. Guck mal, wie geil er einfach aussieht mit unseren neuen Tetris-Fußabdrücken. Mhm. Wow. Sehr cool. Mega, mega nice. Okay. Das ist einer der besten legendären Skins, finde ich, Freunde. Guck mal, mit den Fußabdrücken hier. Wir müssen auch gleich mal den Emote testen. Mal gucken, was da passiert. So, Halbfinale. Wir setzen jetzt mal den Emote ein. Mal gucken. Warte mal. Habe ich gerade den Emote eingesetzt? Oder was habe ich gemacht? Habe ich richtig gedrückt? Ich glaube, ich habe richtig gedrückt. Warte mal. Kam da was raus? Hä? Warte mal, was passiert denn da? Hä? Ist das wie ein Bock? Warte mal. Das ist wie ein... Ich dachte, man wirft was. Okay, eine Sache verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum irgend... Digga. Ist das wie ein Box-Emote? Oha. Ich weiß nicht, ob er weggeflogen ist, weil das... Nee. Digga. Willst du mich verkackeiern? Was ist das für ein Kack-Emote? Das ist einfach nur... Das ist einfach nur Boxen. Ich dachte, das wäre krasser. Also ich...
Ich weiß nicht, ob ich mir das einbild oder die Leute fliegen weiter weg. Boah, Digga, das ist einfach Box-Emote. Okay, mal gucken gleich. Also Finale. Also ihr seht, er schlägt einfach nur. Da kommt kein Block oder so raus. Oh, hä? Bro, die Leute fliegen aber übelst weg. Oh mein Gott, das war dumm von mir. Digga, ich raff das Emote nicht. Leute, ich glaube, das ist einfach nur ein Box-Emote. Das war's. Das finde ich echt schlecht. Also, warum macht StumbleGuys sowas, Bro? Ich habe trotzdem das Gefühl, die Leute fliegen ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist. Kann natürlich sein. Aber für mich ist hier irgendwas komisch. Bro, manchmal fliegt er gar nicht weg, Leute. Das... Vielleicht wird das noch überarbeitet, aber das im... Hey, jetzt kam was. Habt ihr gesehen? Jetzt kam ein Tetris raus. Hä? Jetzt auf einmal funktioniert's. Na, nein. Digga. Ey, ganz komisch. Wir testen den jetzt mal mit dem Special Skin. Also irgendwas stimmt hier nicht. Der Skin ist krass, Leute. Ihr kriegt von mir einen 9,8 heftiger Skin. So, wir kommen zum Special. Da ist er. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt spielen wir ein anderes Turnier. Und zwar ein neues Event. Tetris Mino Takeover können wir spielen. Oder nee, wir spielen 2023 Rewind. Okay. Der Skin sieht nice aus. Gefällt mir sehr, sehr gut an der Stelle. Ja, strong. Guck mal, jetzt wirft er die Blöcke. Ich raff es nicht, warum es jetzt funktioniert. Mal gucken, ob jemand... Hey, Digga. Also das Emote spackt rum. Hä? Alter, was? Leute, ich blick hier gar nichts. Es ist so weird, das Emote. Es funktioniert, glaube ich, einfach nicht richtig. Warte mal, kann ich ihn nach vorne treffen? Nee. Also man muss damit Leute treffen, okay. Aber... Man trifft die manchmal einfach gar nicht. Das ist halt dick weirdo. Jetzt gucken wir gleich mal. Warte mal. Oh nein. So, wir werfen den jetzt mal. Mal gucken, ob wir den treffen. Da ist es. Bro, was für ein Kacke-Emote. Leute, ich sage euch, wie es ist. Ich hab mir da mehr erhofft. Das ist der größte Dreck-Special-Emote, den es gibt, gefühlt. Zum Skin. Guter Skin. Ist auf jeden Fall special-würdig. Sieht geil aus, Animation ist fresh. Kann man nicht sagen. Hat es auf jeden Fall verdient, hier special zu sein. Wow, Alter, das war gut. Warte mal, vielleicht können wir hier... Ah, nee, geht nicht. Das war nice. So, den Sprung. Nein, 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 ich falle runter. Oh, wir hätten fast den normalen Sprung geschafft. Bro, manchmal, da kommt immer ein anderes Teil raus. Ein anderer Tetris-Block. Hä? Ich wollte gerade sagen, wann sind wir qualifiziert? Bro, finale Nerf. BTF. Digga, er ist Pro. Oh mein Gott. Digga, wir bekommen im Finale einfach Nerf Battle. Egal, Leute. Das ist der Skin. Gefällt mir gut. Bekommt von mir eine 9,7. Finde ich nicht so cool wie den Legi Skin. Das war's vom Stumble Pass. Richtig geil. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Aber das Special Emote, Bro, fühle ich gar nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt gerne diese Videos hier aus, Freunde. Ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne, haut da rein. Ich wünsche euch einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann und ciao, ciao.